Taverno wünscht viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zu State of Decay mit mir, eurem Taverno. Hey, der Markus war so übermüdet und ist so overpowered im Verhältnis zu den anderen Fängen, dass ich einfach fand, ich muss jetzt mal mit einem anderen unterwegs sein. Und dazu habe ich mir doch den nette... Wie heisst er eigentlich? Wie heisst er? Ah, der Sean. Der Sean ausgesucht. Und wie ihr seht, der Sean ist eigentlich mehr so ein Medikamententyp. Und ein bisschen so ein Sporttyp, aber sonst hat er gerade gar nichts am Hut. Dem müssen wir alles noch ein bisschen beibringen. Schaut mal, den Medis, den er da dabei hat. Können wir schon bald behaupten, der sei süchtig. Und dass er ja nicht darunter leidet, dass er Medis hat, würde ich sagen, rüsten wir den zuerst noch besser aus. That didn't work. Bei grösserem Rucksack, weniger Medikament. So. Dann mal eine Waffe. Das ist eine Schlagwaffe. Kannst du mit dem umgehen? Ich glaube, du bist besser mit Hiebwaffen. Schlag, Hieb, Hieb. So. Zwei Hiebwaffen für dich. Ein bisschen Medikament für dich. Vielleicht noch ein Snack. Snack. Und dann gucken wir doch mal mit dem Sean auf die Karte. Eigentlich sollte man immer noch Material beschaffen, aber irgendwie tue ich mich da recht schwer. Ich glaube, wir gehen da mit dem entweder mal dahinter reden. Oder. Our scouts can't go anywhere without running into hordes. Sounds like we have at least one horde inbound. I'm ready. Aha. Die Zombie-Horden abfangen. Und wie soll ich das bitte sehr anstellen? Mit dem Auto. Traue euch nicht mehr. Der Pizzakarre sieht schon recht vertrischackert aus. Der ist gross. Den kann ich gar nicht hinwählen. Steig ein. Steig ein. Wow. Lenken ist teilweise recht schwierig. Muss ich also wirklich sagen. You need to get home right now. Yeah. Alan just shot Pastor Will. Jesus. I'm on my way. Was? Wer ist verschossen worden? So, der Sean hat alle vernichtet, da hat er schon mal Pluspunkte bekommen. Mit seinem super. Aha, jetzt weiss ich ja, was das liegt. Das Auto lenkt so hure schlecht. Das sind gar nicht meine Fahrkünste. Also vielleicht doch auch nicht. Aber ihr habt gesehen. Somebody's broadcasting something. Let me see if I can play it for you. Don't trust the army. They don't care what happens to us. They're turning us out in the goddamn street. For all I know, this is all their fault. Alright, lady, that's enough. Was ist echt da wieder los? Bitch, all you want, you know I'm right. None of you had the stones to do what had to be done. The fuck you and your noble martyr bullshit. You don't go shooting people without at least consulting the fucking rest of us. We don't know he was going to die, Alan. The hell we didn't. Everybody who gets this black fever shit ends up dead sooner than later. You know that. You still should have talked to the rest of us first. We sit around talking about our feelings all day, and then what? He turns when nobody's looking, eats three of us before we put him down? What about me, Alan? Do I need to start sleeping with one eye open? Start getting sicker, and maybe. Hätte ihn einfach umgelassen. Was machen wir jetzt mit dem?
Hä? Was machen wir jetzt mit dem? Seems like we started to turn a corner. I don't know. There's just something satisfying about building, you know? Feels like we're actually accomplishing something instead of just treading water. Wir haben kein Material. Also, jetzt ist gerade noch eine neue Mission reingekommen. Instant ist ich. Wow, schau dir mal die Harten, die auf uns zurennen. Ist ja abartig. Ist ja abartig. Kaliber 45, nehmen wir mal eine Waffe. Anständig Munition. So. Oh, er ist überladen. Das gibt's ja gar nicht. Tu dir ein bisschen mehr Kraft zu. Kann es ja nicht sein, dass da so viele Zombie-Horden auf uns zurennen haben. Eckmeer. Hallo? Drücke leer. Irgendwie... Ist das nicht so geil? Habe ich sie nicht ausgewählt? Mo, ich habe sie ausgewählt. Was soll der Scheiß? Kann der nicht schiessen mit dieser Waffe? Kann der nicht schiessen mit dieser Waffe? Habe ich jetzt also noch nie gehabt. Einfachste gesehen. Wow! Hey, verschreck mich bitte nicht so. Harte zerstört. Wo, wie? Ja, hack den ab. So, wieder da aus dem Dickicht rauslaufen. Ist dem jetzt gerade wieder ein Arm gewachsen dort? Du magst nicht mehr. So, jetzt. Der hat wirklich massiv weniger Kraft als so der Marcus zum Beispiel. Ah, ich habe die falsche Munition mitgenommen. Könnte es echt an dem liegen? Maybe. Mehr Aussenposten einrichten, aber für das bräuchte man ja eben noch Baumaterial und von dem haben wir ja wirklich keine. Zwei Horden laufen auf unser Haus zu. Das ist ein absolutes Highlight. Wow. Was? Das Spiel ist schon am Arsch. Gibt's ja gar nicht so etwas. Ich nehme jetzt hier den grusigen Golf-Verschnitt. Golf 3-Verschnitt. Ich muss Harten aufräumen, da hat ja riesen viel Harten rum. Alle mit den Türen.
Oh, nebendurch. Das ist das Einfachste bei so viel. Hey. Ja, hacken. In Kleinteile. Also, das sind jetzt gerade zwei gewesen. Jack, do you copy? Damn it, man, where are you? Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Jetzt müssten wir den noch retten. Aber für da müssen wir dann noch die anderen Waffen. In die Finger nehmen. Und tschüss, Töne. Boah, die ganzen Zombies, ey. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so... Just let us go. I got kids, man. Können die nicht einfach verschiessen? Violating quarantine? Unlawfully occupying people's homes? Great parenting. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27, 26. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Okay, und wo sind jetzt die anderen zwei angerannt? Wir sind schon Helden. Müssen wir gerade so weit wegrennen, weil der Sean ist nicht unbedingt der Beste zum... Hat er mich gesehen? Hat mich die Torte gesehen, die gerade hier neben dran steht. Sie hat mich auf jeden Fall gehört. Oh oh. Jetzt, wo sind die reingesäckelt? Wie weit wär's denn jetzt, um sie heimzutun? Und ein paar Überlebende mehr. Hey, wieso nimmst du nicht deine Waffe? Unglaublich. Wieso hat jetzt der hier mit dem Fuß oder ist das ein Bug gewesen? Hallo? Hey, sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. Jetzt mal ernsthaft. Müssen sich die vor uns verstecken? Für jetzt der Rucksack nämlich da unser Auto.
Und das Haus ist nämlich noch gar nicht untersucht. Sehe ich gerade. Hallo? Erkunde diesen Ort vollständig. Ja, aber... Haben Sie denn eins an der Waffe? Zahnstaff? Consider this one searched. Hat noch eine lustige Stimme. Aber wir haben doch gerade die Eliosenbürste gemacht. Oh. Mit... Hey, hallo? Aussenbürste gemacht mit Fallen. So an exponierten Stellen, wie das Haus zum Beispiel, oder? Aber das ist keine Aussenbürste. Da tun es nicht nach... Oh oh. Da tun es nicht nach Überlebenden, da tun es nach... Übertoten. Da war wieder der super Maurer am Werk. Ja. Vielleicht sind sie da in der Garage. Oder in dem Schuppen, besser gesagt. Da hatten wir auch gerade noch das Auto. Can anybody hear me? Come on. Consider this one searched. Da sind sie auch nicht, aber da haben wir noch ein Lager. Ich hoffe, da finden wir ein bisschen Baumaterial. Wäre wirklich gäbig. Also, da haben wir mal Baumaterial. Das würde ich sagen, das rühren wir auch ins Auto. Katana. Teleskopsäge. And the crowd goes wild. Ja. Kaliber 45, Kaliber 45. Um mit dieser Waffe zu schiessen, muss man da eine gewisse Fertigkeit haben, oder was? Das ist noch interessant zu wissen. Weil... Wo verstecken sich die Kaiben? Vielleicht kann ich das kaputte Bieli schnell anschauen. Zerstören. So, jetzt hätte ich eigentlich nicht mehr... Wow, der Schreihals, der nervt mich wirklich. Nicht mehr überlastet sein. Wie viel hat sich da in diesem Haus in? Wahrscheinlich laufe ich gerade in eine verdammte Falle. Hallo? Ich höre nur etwas, aber sehe ich nicht. Was ist ausserhalb vom Haus? Hey, wo verstecken sich die Siechen? Ach, die blauen Punkte sind, glaube ich, Sachen, die man kann. Ich
Da muss ein Bug sein, dass Sam seine Waffe einfach nicht angezeigt wird. Weil mit der Faust würde er die nie so zerschnetzeln. Muss unbedingt kräftiger werden, der Gilda. Das sind sie eventuell gewesen. Wo verstecken sich die Kaiben? Zwei Überlebende mehr wären schon noch gut in unserem Vorschlag haben wir. Den mag ich kaum tragen. Gerade noch davor schnell reinschauen, ob es noch etwas hat. Consider this one searched. Also, in diesem Haus ist garantiert niemand. Das Einzige, wo wir noch... Es liegt hier. Oh, das ist geschehen. Ich werde ja nicht wissen, was ich jetzt gemeint habe, dass es hier liegt. Ein Wecker. Vielleicht kann man den ja noch brauchen. Und wo habe ich denn nicht durchsucht? Bitte sehr. Ah, der dort. Die Kommune. Da bleibt ja nur noch eins versteckt, wo die Kaiben sein können. Mit Lebensmittel. Ist gut zu wissen, dass da noch Lebensmittel hat, auf jeden Fall. I got nothing left. Jetzt ist er schon erschöpft. Wo ist jetzt noch ein Haus, wo wir können durchsuchen? Moment, bevor ich da weiter renne, nehme ich da noch. We got this place locked down. Das mit. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Und da ist das Auto. Und dann gehen wir. Was da über. Sieht fast so aus, als ob man das Haus auch noch müsste durchsuchen. In der Hoffnung, die haben sich da drin versteckt. Can anybody hear me? Also das Haus ist leer. Durchsucht ist durchsucht. Hallo? Was ist jetzt wieder los? Was ist denn das gewesen? Glitch. Also so wie können ja die nicht Grenzen so kurz. Das gibt es ja gar nicht. Mich fragst, habe ich den Ort jetzt bereits schon vollständig erkundet? Consider this one searched. Echt doof. Was haben wir noch? Schnell schauen. Nur noch der dort oben. Wo wir zuerst auch hätten hin sollen. Nehmen wir aber das Auto mit dem Baumaterial mit. Einsteigen, Platz nehmen bitte. Musst du jetzt an mein Auto anhalten? Wow, der langt ja gerade gar nicht. Wow, shit, ey.
Da ist schon ein Flaggschiff von einem Auto. Gibt's ja gar nicht so etwas. Ja, da hat es wirklich einen Bug. Can anybody hear me? Irgendwie auch nicht, hä? Wow. Das Lebensmittellager ist eigentlich überfüllt und das Baumateriallager ist einfach absolut geleert. Hey, wo versteckt ihr? Gibt's ja gar nicht so etwas. Yes! What you want? Why don't you come with me? We've got room. Really? My God, thank you. I thought for sure we were gonna die out here. Also, kommt mit. Bevor da die Zombie-Horden im Angriff ist. Aber wir nehmen das Auto wieder mit. Wow, bist du jetzt da gegangen? Kommen jede Menge. So, einsteigen bitte. Wir nehmen das grusige Auto da. Wo kaum lenkt. Aber es ist dafür noch ganz. Und es hat Baumaterial Vorrat. That beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street and sent in those guys in hazmat suits. Started taking a bunch of samples and talking about it. Hold on. So, wir müssen hier kommen. Wir sind erschöpft bis innen raus. Where were we? Puh, geschafft. Hey, I just got word of another group of survivors nearby. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Okay, danke vielmals für die Info. I think we're doing pretty okay. I don't know. Aber ich würde jetzt sagen, das war es mal vorerst von State of Decay und mir mit State of Decay. Ich danke euch soweit mal fürs Zuschauen. Wenn ich Zeit habe, nehme ich gerne wieder auf. Wenn ihr Lust habt auf das Spiel, hey, schiesst es jetzt voll an, dass du hier aufhörst. Dann sagt es mir, dann kann man sicher etwas einrichten, dass man einen kleinen Teil noch bringen kann. Aber so vorläufig habe ich es einfach gerade anders im Petto. Und das wird ja auch durchziehen und weitermachen. State of Decay habe ich mehr als Übergangslösung eingesetzt. Ist zwar selbst keine Übergangslösung gewesen, weil das Spiel ist wirklich genial. Aber ja, ich bedanke mich nochmal für euch fürs Zuschauen. Bewertet bitte das Video, teilt das Video, macht mit denen etwas Gutes. Hilft immer. Support ist immer gern gewesen und auch gern angenommen. Also, ich danke euch, sind lieb, habt's gut und ich grüße euch. Tschüss zusammen.